Willkommen zurück, Freunde, zu Tomb Raider. Yes, nämlich Rise of the Tomb Raider. Letztes Mal haben wir hier mit der hier gesprochen. Und jetzt finden wir hier einen Weg raus, nämlich hier durch diese Wand. Einfach mal dreimal draufballern, zack, das dritte Mal und man kann schon durch. Also komm, ihr könnt alle schon abhauen. Wobei, ich laufe mal selbst vor, um die ganzen Fallen zu testen, damit die selbst nicht sterben. Wenn sie da denn irgendwas testen. So, warte, das geht da rauf. Hoffentlich könnt ihr das auch mal. So. Was ist hier? Da ist sie. Vielleicht bekomme ich sie von hier aus auf. Die Katakomben. Da sind wir sicher. Was ist das denn? Wieso kann ich da nicht durchballern? Verstehe ich nicht. Das sind die Guten, oder? Ja, das sind die Guten. Okay. Okay, Mann. Deswegen kann ich nicht durchballern. So, ich gehe da mal runter. Eine Art Waffenlager. Finde ich was Neues? Wäre voll geil, wenn ich jetzt was Neues finden würde. Das sollte gehen. Das ist was Neues, oder? Ja, Explosivpfeile. Oder? Granatenpfeil, was? Wie geil ist das denn? Ja, und jetzt? Einfach nochmal darauf, oder? Ah. Go away from the door! Hiya! Kapusch! Gerettet! Oben ist offen. In den Katakomben sind sie erstmal sicher. Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst. Aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erstmal bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin. Bring die anderen in Sicherheit. Sie brauchen dich. Also, wir gehen zum Turm und retten die Leute. Finde ich gut. Durchbrechen Sie das Tor zum Turmhof. Da ist ein neues Lager. Jetzt redest du wieder eine Stunde? Nicht? Why do you not talk with me? Egal, 5 Fähigkeitspunkte. Was geht denn da los? Feldsanitäter, verbinden Sie. Nee. Tod von oben. Nee. Ausweichkiller, legen Sie. Nee. Nehmen wir das. Dann gehen wir hier dahin. Was haben wir hier? Was Stolz oder so? Nee, warte, dann gehen wir dahin. Was haben wir da? Abrissexperte. Verleihen alle hergestellten Handobjekten einen größeren Detonationsradius. Ja, gib her. Brand verursachende Schrotflintenpatronen, ja. Wirklich? Woo! Nice! Ey, wird ja immer besser! Ey, das wird ja immer besser! Halten Sie mittlere Maustaste in der Nähe von feindlichen Leichen gedrückt, um mit Ihrem Körper eine Falle zu bauen. Wenn andere Feinde einen präparierten Körper untersuchen, detoniert die Falle und es wird eine lautlose Giftwolke freigesetzt, die alle Feinde in der Nähe ausschalten, ohne andere Gegner zu alarmieren. Das ist cool, echt. Nice. Das nehmen wir, ja, wie gesagt, wir haben jetzt sehr viel schon gemacht. Wir gehen hier nochmal ins Inventar und in die Ausrüstung. Und haben da was Neues. Show me that. Gewehrmunitionsbeutel, Pistolenmunitionsbeutel, Schaftpatronenhalter. Ja, nimm den einfach. Nimm den einfach. Dann schaut das einfach schon besser aus, so ein Jägerkocher. Yo. So, dann gehen wir mal auf Waffen. Da gibt es anscheinend auch wieder was Neues. Genau, da haben wir den Compound-Bogen. 3 von 4. Da war alles normal, alles gut. Die Maschinenpistole habe ich nur 1 von 4 bis jetzt gefunden. Und die Bumpgun habe ich ja geschenkt bekommen. Da sind Upgrades verfügbar. Dann drücke ich da mal drauf.
Ich kann hier maßgefertiger Übergangskonus. Ein Übergangskonus erzeugt konzentriertes Schussmuster und bewirkt höheren Schaden. Bei allen Schrotflinten anwendbar. Laufmantel, eine Metallhülle schützt den Anwender vor einem erhitzten Lauf und ermöglicht ein schnelleres Nachladen. Und Röhrenmagazinerweiterung. Reduziert die Nachladefrequenz. Mach mal schnelleres Nachladen, oder? So, dann gehen wir mal zu der hier hin. Was ist das? Verstärkter Schaft, ein beschwerter Griff, erhöht die Hiebkraft, wodurch Rüstung von Feinden erfolgreich Nahkampfkombos zerbricht. Ja, dann hau den Scheiß rein da. Neues Update hergestellt. Verstärkte Hiebkraft. Neues. Und da gibt's auch noch was. Nehmen wir das auch gleich natürlich. Das macht die Munitionskapazität größer. Bei der normalen Weapon. Bei dem Mondschatten. Ich kann sogar drehen. Finde ich cool. Finde ich schön. Ja, das ist toll. So, machen wir das und dann drehen wir es halt so. Ja, nice. Okay. Und wir ziehen uns natürlich wieder um, weil ich es kann. Einfach, weil ich es kann, Leute. Einfach, weil ich es kann. Da zieh ich so an. Ja, sieht doch schon wieder interessant aus. So. Und jetzt gehen wir wieder Richtung Tor. Von wo kamen wir denn? Also von da auf keinen Fall, oder? Von da unten schon. Das nehme ich mal an. Genau, dann bin ich da hingelaufen wegen Basislager. Das heißt, wir gehen hier nach oben. Was ist hier los? Okay, dann gehen wir da langsam rüber. Nicht, dass uns sowas passiert und wir runterfallen, ne? Das kann ja auch passieren. Heilige Scheiße. Ich habe zwei Kletteräxte. Finde ich schön. Beweg dich schneller, Lara! Schneller! It's all clear. Jump! Und hoch. Was ist das? Lara, ich bin hier. Aber wir stehen unter Helikopterbeschuss. Ziehen Sie zumindest die Aufmerksamkeit auf dich. Irgendwie. Mach ich doch schon erst. Wo's? Okay, ich muss die Aufmerksamkeit irgendwie auf mich ziehen. Grenade! Na komm. Ich hab keine... What? Ach, Pfeile draus. Oh, ein großer Fehler. Kann ich wechseln? Ja, wechsel die Waffe, Mann. Dankeschön. Bin ich froh, dass ich wechseln konnte jetzt. So, dann gehen wir mal runter durch. Versteck dich, Mann! Danke. Da! Bekommst du das in die Fresse, wenn ich dich treffen würde? Wäre das schön! Meine Stimme... Hey, meine Stimme geht gerade weg. Was soll denn der Scheiß? Haja! Autsch! Das tat weh, Mann! Heil dich mal kurz. Versteck dich hier hinter. Wow. Heil dich nochmal. Lauf darüber. Jetzt müsste eigentlich alles schon tot sein, ne? Nee, ich mach keine Gasfalle, oder? Machen wir Gasfallen? Oh, ich mach mir gerade Munition. Ja, so geht's auch natürlich. Wir plündern das mal kurz, machen hier so eine Gasfalle draus. Wird wahrscheinlich eh keiner kommen. Das ist nur bei Leuten, also nur bei Sachen so, wo ich mich verstecken müsste oder so. Wir machen das mal auf, dann finden wir nämlich wieder so ein neues Zeug. Verbesserungswerkzeug. What? Wirklich jetzt, gerade jetzt, wo ich alles schon ausgegeben habe wieder? Ja. War aber auch so geplant, Leute. So, ich muss das auch. Ich muss die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Grenade! So, und dann laufen wir da durch. Runter! In Deckung!
Nachladen? Oh, scheiße. Voll geil, ich treffe alle drei. Du bleibst liegen, Alter. Die anderen sind mir leider noch zu weit entfernt. Für diese... Wow, shit happens, da brennt's ja. Shit, versteck dich mal. Oh, du kannst dich nicht mehr verstecken. Oh, doch, kannst du, aber du kannst dich nicht mehr heilen. Das ist natürlich blöd. Gib ihm einen Headshot, der müsste down sein. Gib ihm einen Headshot, der müsste down sein. Da steht auch einer. Ich habe euch alle drei erwischt. Moment, die Muni hole ich mir natürlich noch. Ich bin ja nicht doof. Da ist noch eine. Wait. Da, ich habe den Headshot gegeben, also bleib jetzt nicht mal am Boden liegen. Da geht's, glaube ich, nicht weiter. Okay, das heißt, ich muss nach rechts. So ist es einfach. Ich bin nicht getroffen. Jetzt bin ich getroffen. Ich bin aber auch einfach schlecht im Zielen, ne? Ja, ja, heil dich mal wieder, danke. Dankeschön. Leg dich hin, Mann. Und die Granate kann gleich in deiner Hand explodieren, das ist mir egal. Ach, das sind unsere Guten. Oh, hi. Was macht ihr denn hier? Alles okay bei euch? Ich brauche eure Munition wieder. Na, was geht, Lara? Na, versteck dich. Sieht aus, als hätten wir die Oberhand. Oh mein Gott, awesome! Geschafft! Der Helikopter ist vom Himmel geholt! Nice! Okay, red wieder ein paar Stunden, bitte. Mann, warum redest du nicht mehr mit mir? Aber okay. Nehmen wir Handwerksmeister, ist okay. So, und jetzt gehen wir zu den Waffen, denn das gibt jetzt neue Updates. Wir nehmen die Bam-Shotgun. So, was haben wir da? Mehr Schaden. Rein damit. Fertig. Und schon können wir weitermachen. Das tun wir aber erst in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge Rise of the Tomb Raider mal wieder gefallen. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Bis dann, euer Discardio. Ciao.